Hallo und schön, dass du da bist zur Schützerlegung für den Juli 2023. Ich schaue gleich auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir diesen Juli zeigen möchten. Und zwar starten wir gleich mit dem Licht- und Schattentarot. So, du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. Ja, wir nehmen die zwei gleich. Was ist hier los? Ach, der Schwerter, du hast keine Ahnung. Alles klar. Du hast hier anscheinend mehrere Möglichkeiten bei etwas. Das kann natürlich beim potenziellen Partner sein. Ja, wer ist der potenzielle Partner hier? Du hast hier eine große Auswahl oder es geht hier darum, du hast hier mehrere Angebote, Urlaub, beruflich etc., wohnungsmäßig. Ja, du hast auf jeden Fall bei irgendetwas mehrere Angebote, eine größere Auswahl, eine Auswahlmöglichkeit hier Anfang Juli und du weißt nicht, wofür du dich entscheiden sollst, ja. Aber das Gute, was ich hier sehe, du weißt, hier ist eine Entscheidung fällig, ja. Denn manche verharren hier irrsinnig lange, aber ich sehe hier gleich, dass du hier merkst, ja, ich muss mich hier entscheiden. Denn du weißt genau, wenn du dich nicht entscheidest für etwas, geht es nicht weiter, ja. Okay, das finde ich hier sehr gut, ja, dass du genau weißt, du musst hier eine Entscheidung treffen bei etwas, für etwas. Ansonsten bleibst du ja hier stehen und um das geht es jetzt, ja. Was soll ich wählen? Wohin soll es gehen? In welche Richtung soll es auch gehen? Ja, etc. Also du hast hier viel Auswahl, viele Möglichkeiten und kannst dich sozusagen hier nicht entscheiden. Ja, ist ja für dich positiv. Lass dir ruhig Zeit und triff die richtige Entscheidung. Bei vielen geht es hier wirklich um die Liebe, ja, vielleicht um einen potenziellen Partner hier, ja, die wahre Liebe vielleicht auch, ja. Da kann ich dir gleich als Ratschlag geben. Lass dir Zeit, schau dir alles genau an, ja, prüfe genau. Es gut werden. Ja, bei vielen handelt es sich hier wirklich um die Liebe. Ja, vielleicht den oder die richtige hier auszuwählen. Vielleicht hat man ja einige Möglichkeiten. Und wenn nicht, ja, muss man ja auch nicht den Erstbesten, die Erste nehmen, sondern auch noch hier die Augen ein bisschen offen halten und die Ohren. Ja, es gibt ja auch noch was anderes. Man muss ja nicht zu allem Ja und Amen sagen. Ja. Hast schon du in der Hand, du kannst das entscheiden. Ja, niemand anderes hat das in der Hand und kann entscheiden, ja, mit diesem Menschen möchte ich eine langfristige Beziehung eingehen oder ja. Das darfst du entscheiden, ja, es muss, macht auch niemand anderes. Das sind drei. Ja, schauen wir kurz rein. Wow. 10 der Münzen, Tod und Wiedergeburt, die Herrscherin. Also bei manchen muss ich hier wirklich sagen, steht hier entweder eine Geburt an, Familiengründung, hier Schwangerschaft, Wiedergeburt, 10 der Münzen, ja, steht sehr stark hier für Familiengründung. Es könnte durchaus sein, dass du hier auf der Suche bist nach dem richtigen Partner, mit dem du zum Beispiel eine Familie gründen kannst oder Patchwork-Familie, wo das wirklich passt, ja, was du dir vorstellst, langfristig, ja. Moment. Ja, das ist ja, die Todeskarte ist ja auch irgendwie so wie der Geburtskanal. Ja, hier ist alles rot, ein bisschen dunkler, ja, und dann geht es raus ins Licht. Muss ich hier mal so anmerken, ja, mit diesen beiden Karten hier zusammen. Vielleicht schaust du hier wirklich nach dem oder der richtigen, wo du dir deine Zukunft auch wirklich vorstellen kannst. Ich lege das hier jetzt so. Legen wir das. Hier passt. Es geht hier definitiv, ja, wenn es jetzt nicht um eine Partnerschaft geht, um eine Familie, obwohl ich das bei den meisten wirklich
hier stark vermute, ja, gerade mit den Liebenden hier, mit der 10 der Münzen, da geht es um was Stabiles, was Standhaftes, ja. Können Sie sich auch meine Hochzeit drehen, meine Heirat? Ja, definitiv um etwas Festes, ja, eine feste Beziehung, eine stabile Partnerschaft, ja. Es könnte ja auch darum gehen, falls du bereits in einer Partnerschaft bist, diese wieder neu zu beleben, ja, wie auch immer. Wir haben hier auch die Welt, ja, es kann hier auch um eine Reise, meinen Umzug etc. gehen, ja. Das Ganze wieder neu zu beleben, aufzufrischen und dass du da möglicherweise hier mehrere Möglichkeiten hast. Aber bei den meisten geht es ja wirklich um einen Seelenpartner, einen Partner hier zu finden. Ja? Unterstützend könnt ihr hier natürlich gerne auf meiner Homepage den Kurs machen, Seelenpartner finden. Der ist 10 Tage, der unterstützt irrsinnig. Jeden Tag eine neue Aufgaben, 10 Tage lang, unterstützt einem wirklich in diesem, ja, im Manifestieren, im Umsetzen auch. Ass der Stäbe. Ja, im Juli packst du das an. Im Juli packst du hier ein großes Thema. Also das ist ein großes Lebensthema hier auch für dich. Bei den meisten ist das Familie. Möchtest du jetzt angehen? Ja, du möchtest das jetzt anpacken. Und du hast hier wirklich gute Chancen, gute Möglichkeiten. Auch wenn ihr Familiengründung etc. vorhabt, ja, natürlich bereits einen Partner habt, dann ist das hier im Juli wirklich eine gute Zeit. Wenn nicht, passt ein bisschen auf. Die Welt, 7 der Schwerter. Nochmal hier die Welt. Wo läuft derjenige hin? Ja, wir haben hier die Welt. Die Welt ist hier vollkommen. Ja, das ist eine Person, die hat schon den ganzen Zyklus durch, den ganzen Tarot-Zyklus sozusagen. Die ist vollkommen, die kennt sich aus, die hat Erfahrung, die hat Wissen. Hier läuft jemand weg. Wo läuft diese Person hin? Schauen wir uns das mal in der Reihe an. Entweder bist du selbst bisher immer weggelaufen davon, ja, falls es zu eng wurde, zu fest, zu sicher, kann das sein, dass du hier immer weggelaufen bist. In Wahrheit aber, dass dein Wunsch ist, ja, vielleicht unterbewusst auch immer war. Oder jemand läuft hier vor deiner Vision davon, von deiner Vision von Liebe, Zukunft, ja, Familie. Oder ist hier weggelaufen? Ich nehme immer so wahr, es ist jemand weggelaufen. Vielleicht auch du selbst, ja? Ich nehme das eher als Schutz wahr. Oder es geht hier wirklich um das zu eng, ja? Dass du sagst, ich will nicht, dass es zu eng wird. Okay, hier Leidenschaft natürlich mit den Liebenden, ja, die wahre Liebe, Leidenschaft hier, Familiengründung sehe ich natürlich, aber es soll nicht zu eng werden. Ja, das ist ja okay, ja, wenn man den richtigen Partner hat, dann kann man sich ja das so von Anfang an ausmachen, ja, wie man das handhaben möchte und der Partner dann das okay gibt, ja, auch zustimmt, auch so ein Typ Mensch ist, dann ist ja das vollkommen okay, ja. Wichtig ist nur, dass man, dass beide es wissen von Anfang an und dass man auch ja, zustimmt, ein Commitment sich gibt natürlich. Ja, wir machen das so und so und ich bin so ein Mensch. Ich sehe hier irgendwie so ein bisschen, ich möchte nicht, dass es zu eng wird. Ja? Ich halte eher noch ein bisschen Sicherheitsabstand. Grundsätzlich sehr gut, besonders bei dir, ja, weil du oft etwas überstürzt, sage ich mal, ja, sehr
sehr schnell handelst, sehr schnell in der Umsetzung bist, kann natürlich positiv sein. Aber hier ja, wenn es gerade um was Langfristiges geht mit den 10 der Münzen, was auch langfristig halten soll, was auch dann zu keiner Enttäuschung, zu keinem Drama führen sollte, dann sollte man das schon ein bisschen langsam und distanzierter angehen. Ich finde es grundsätzlich sehr gut. Du weißt hier, was du willst. Du hast hier mehrere Möglichkeiten, aber ein bisschen Abstand. Ja, nicht gleich zu eng. Ja, wir wissen es alle. Man trifft jemanden, man begegnet jemanden, da ist irrsinnige Anziehung da, und sagt, man ist schon so. Ja, und das sehe ich genau. Da hältst du hier ein bisschen die Grenze. Ja. Dass man nicht gleich von Anfang an so ist, sondern sich vielleicht zuerst ein bisschen kennenlernt. Schaut sehr gut aus, sehr gute Anfangsenergien für eine gute langfristige Verbindung. So, wir schauen jetzt tiefer rein mit dem Witches Tarot, wer oder was sich hier zeigt. Page der Schwerter. Hier ist Kommunikation. Ja, vielleicht ist es so, dass du hier mit mehreren schreibst, mit mehreren ein bisschen so in Kontakt bist, ja, aber noch nichts ganz Enges, ja, dass du hier dich ein bisschen umschaust, kommunizierst mit mehreren Möglichkeiten, aber noch nichts. Du hast dich noch nicht fix entschieden. Sechs der Stäbe, die Liebenden. Ja, hier geht es ganz klar um eine Eroberung. Also entweder eroberst du jemanden, ich vermute, dass du hier dich entscheiden wirst, oder jemand erobert dich, aber trotzdem, auch wenn dich jemand erobert, natürlich musst du ja trotzdem deine Zustimmung geben, ja. Das kann ja jemand nicht alleine machen. Man gibt es seine Zustimmung und das sehe ich hier. Also hier gehen zwei Personen siegreich hervor. In der Liebe. Königin der Stäbe, hier sehe ich dich darin, ja. Und du hast hier den Stab in der Hand, du lässt dir das irgendwie auch nicht nehmen, ja. Wir haben hier und hier, du lässt dir hier das Zepter in der Hand, ja, den Stab nicht nehmen. Du führst die ganze Sache, mir kommt so rein, du führst, wir haben hier sehr oft, hier hast du den Stab in der Hand, hier das Schwert, ja. Du führst die ganze Angelegenheit in eine gute Richtung, ja, in etwas Langfristigeres. Und ja, du tust auch dementsprechend was dafür, auch wenn es mal heißt, ein bisschen Distanz zu wahren. Hier kann es natürlich sein, dass da gleich, ja, schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Ich sehe hier den Turmsturz. Ich sehe hier den Turmsturz. Mir kommt gerade rein, du handelst entgegengesetzt deiner ursprünglichen Handlungsart. Du handelst entgegengesetzt, anders als bisher. Du handelst hier anders als bisher. Spannend. Was haben wir hier auf die Herrscherin? Nochmal die Herrscherin in Form der Kraft, und den König der Schwerter. Könnte sein, dass diese Person ein Luftzeichen ist oder Luftzeichen im Aszendenten, das heißt der Wassermann, Zwillinge, Waage. Kann auch Marszeichen sein bei den Männern oder bei den Frauen, das Venuszeichen. Irgendetwas ist hier definitiv mit Luft. Ja, wir haben hier dich und dein Gegenüber. Du zeigst hier irrsinnige Kraft, irrsinnige Stärke. Ja, sich zurückhalten ein bisschen ist auch irrsinnige Stärke. Ja, ich sehe hier auch den Ritter der Stäbe. Hier möchte jemand sehr, sehr schnell machen. Und dich sehe ich hier in der Ruhe und Entspannung, ja, in der Gelassenheit. Du lenkst das Ganze in eine gute Richtung. Das sind mir zu viele. Es sind drei. Ass der Stäbe, König der Münzen. Und aufgrund deines Verhaltens veränderst du dein Gegenüber hier zum König der Münzen. Ja, wir haben hier den König der Schwerter hier. Verändert sich jemand zum König der Münzen? Jemand brennt hier für dich, jemand hat hier Feuer gefangen, definitiv für dich. Und aufgrund deines neuen Verhaltens, ja, wird sich eine Person hier ändern. Zugunsten deines Wunsches hier, deiner Vorstellung.
Also du kannst definitiv eingreifen. Ja, du siehst ja gleich, wenn diese Person wegläuft, ja, aber ein König der Münzen läuft normalerweise hier nicht weg, wenn er sich schon so committed fühlt. Oder du hast es wirklich mit zwei Personen zu tun. Ja, falls du es mit zwei Personen zu tun hast, läuft hier eine weg. Das kann ja durchaus sein, dass du da dir das genau anschaust. Ja, wie reagiert jetzt welche Person? Und dich nicht gleich für eine entscheidest und hier siehst du dann, eine läuft weg, die andere bleibt. Bei deiner Vorstellung, ja, wie du dir eine Beziehung, eine Familie etc. vorstellst. Da läuft eine weg und eine bleibt. Ja, deshalb war mir die 7. Schwerte hier nicht ganz klar, aber ich sehe hier, eine Person sieht dich so als vollkommener Mensch, ja, als vollkommenes Gegenüber. Und der andere, der läuft hier mehr weg. Ja, das ist ihm zu anstrengend vielleicht auch, deine Vorstellung, ja, was oder was weiß ich, ja. Und eine bleibt hier. Sehr gutes Auswahlverfahren würde ich hier, hoppsala. Ritter der Münzen hat sich gerade gezeigt. Das ist der, der bleibt. Hier könnte es natürlich ein Erdzeichen sein, aber wie gesagt, muss nicht unbedingt das Sternzeichen sein, kann auch Aszendent beim Mann, der Mars bei der Frau, die Venus sein. Ja? Beim Mann ist der Mars grundsätzlich sehr, sehr wichtig für die, bei der Eroberung. Ja? Da handelt er nur, fast nur nach seinem Marszeichen. Die Frau natürlich nach ihrem Venuszeichen. 8 der Münzen, ja, einer ist ja bereit, mit dir dran zu arbeiten, der andere läuft hier weg. Oder solltest du noch mehr Möglichkeiten haben, die anderen laufen weg und einer bleibt. Und das ist der Richtige, der oder die Richtige. Nächste Kirche. Ups. Oh, der Tod hier, der Tod hier. Ich glaube, für dich ist es ganz klar jetzt, ja. Hier wusstest du noch nicht ganz, ja, wofür entscheide ich mich? Und Ende Juli ist dir das vollkommen klar. Wer hier dein Freund ist, wer hier dein Feind ist, wer hier innerhalb deiner Grenzen darf, in deinen Inner Circle, ja, in deinen kleinsten Kreis und wer hier draußen bleibt. Das ist dir hier Ende Juli vollkommen klar, ja. Hier sehe ich eine ganz klare Grenze, ja. Und das mit dem Alten schließt du hier ab, ja. Mit Menschen, die hier weglaufen, ja, sich nicht entscheiden können, keine Verantwortung übernehmen wollen, das schließt du ab, ja. Das lässt du hinter dir. Die dürfen nicht in deinen engeren Kreis. Spannende Legung für den Juli. Ich glaube, du wirst hier eine gute Entscheidung treffen. Lass dir ruhig Zeit. Ja, überstürzt sie nicht. Ich schaue jetzt definitiv weiter in der weiterführenden Legung mit den Rider-Waite-Karten. Und zwar, welche Möglichkeiten hast du hier? Wer ist diese Person hier? Ja, gerade mit den 6er Stäben, die Liebenden. Worum geht sie genau? Wer sind diese zwei Personen oder auch mehr? Ja, mir kommt noch rein. Oder mehr. Zwei oder mehr. Und ja, welche läuft hier weg? Welche bleibt? Wir schauen genauer rein. Jetzt im VIP-Mitgliederbereich. Schau gern vorbei. Ab Mitgliederstufe VIP-Mitglied. Und ich ziehe natürlich auch noch eine Herz- bzw. eine Glückskarte für dich bzw. für euch. Entschuldige. Und dann sehen wir uns gleich. Ansonsten schau dir auch gern dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte auch hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.